Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Ich möchte hier an dich persönlich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen für die wundervollen Kommentare, für dein Vertrauen. Ein riesengroßes Dankeschön. Bevor ich hier starte, möchte ich hier ganz gerne etwas näher bringen. Momentan ist es so, dass ich sehr, sehr viele Menschen hier sehr, sehr schlecht fühlen, melancholisch, sich krank fühlen, ja, aufgrund der derzeitigen Energien. Hier geht es aber darum, dass man gerade in diesen Momenten den Glauben an sich selbst nicht verlieren sollte, hat äußerste Priorität hier einmal. Denn es könnte sein, dass du hier kurz vor deinem Ziel auch bist, ja, je nachdem, in welcher Lage du dich befindest, woran du hier schon gearbeitet hast, ja. Es gibt hier welche, die fühlen sich hier wie in einem Hamsterrad, die kommen hier gar nicht weiter, ja. In Abhängigkeiten, möchten ausbrechen, schaffen es nicht, da sie den Glauben an sich selber nicht haben. Dann gibt es wiederum welche, die hier schon sehr, sehr weit gekommen sind, ja, aber aufgrund des rückläufigen Planetens, der Portaltage, hier noch einmal, ich sage, zu Boden gedrückt werden. Und genau an diesem Punkt, ja, wirst du geprüft, bist du denn eigentlich jetzt so weit, ja, um dieses Neue zu beginnen, um diese Fülle zu erhalten, was du von oben bekommst, ja. Genau an diesem Punkt geht es für dich darum, jetzt weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben, denn das wäre fatal, ja, wenn du dich aus irgendwelchen Gründen durch diese Energien wieder zurückwerfen lässt. Absolut wichtig ist hier an der Stelle sehr viel Reinigung derzeit, ja, Räumlichkeiten, dein Körper hier einmal. Ich komme auch nochmal auf das Fleisch zu sprechen, dass du hier Totes in dir trägst, wenn du Totes zu dir nimmst, das heißt schlechte Energie, ja. Das wollte ich hier noch einmal an dich näher bringen. So, ich starte jetzt direkt für den morgigen Tag oder heutigen Tag, je nachdem, wann dich die Botschaft erreicht. Ich starte mit den Tarot-Decks von Louis Rouillot. Wir haben die 10 der Kelche. Die 10 der Münzen. Und wir haben den Ritter der Kelche. Ich gehe weiter mit dem Manara-Tarot von Luz Garabeo. Noch eine Karte. Wir haben der Priester, die 2 des Feuers, den Turm und wir haben die Gerechtigkeit. Ich gehe weiter mit den Lenormand-Karten von Giro Marchetti. Wir haben die Würfel, den Brunnen, das Kreuz, den Anker, den Baum und wir haben die Berge. Karten der Liebe von Chuck Spitzano. Noch eine Karte. Wir haben die Zwiespältigkeit, Selbstwert, ein Traum wird wahr, Spiel, die Karten der Engel von Lorraine Virgin, Flitterwochen, lass deinen Ex-Partner los. Dies könnte der oder die Richtige sein.
Die Magic Tarot Cards von Los Garabeo. Die 10 der Kelche. Der Ritter der Stäbe, den haben wir hier zweimal. Und wir haben die 8 der Stäbe. Amos Botschaften. Er oder sie liebt dich. Telepathische Verbindungen. Heimlicher Verehrer. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Amos Botschaften waren von Toni Camine Salerno. Die 4 der Kelche und die Prinzessin der Kelche, das Ass der Stäbe und wir haben die Hohe Priesterin. Die Kraft. Die Herrscherin. Wir haben den Brief, die männliche Hauptperson, den Schlüssel, die Eulen, den Sarg, die Fische. Risiko, sich ungewollt fühlen, Romantik. Desillusionierung. Noch eine Karte. Die 10 der Stäbe. Die 7 der Kelche. Der Gehängte und wir haben den Herrscher. Amos Botschaften. Heilige Vereinigung. Vergebung. Erfolg. Kraft. Neuanfang. Balance. Ich starte hier einmal für dich, irrelevant wie du hier schaust. Ja, schau bitte, wie du damit in Resonanz gehst. Wir haben hier einmal den Ritter der Kelche. Dieses spricht hier für eine männliche Person, die hier dein Herz erobern möchte. Man möchte dich hier verführen. Eine sehr feurige, leidenschaftliche Person. Man ist unterwegs. Man ist langsam unterwegs. Man ist aber hier unterwegs zu dir. Hier geht es für dich als weibliche oder männliche Person, je nachdem wie du hier schaust. Jemand kommt auf dich zu, wie ich das schon sagte, ja, etwas langsam, aber hier trotz alledem mit Temperament, ja. Hier geht es um Wohlergehen, inneren Reichtum, Erfolg und Zufriedenheit. Ja? Also man möchte dich hier etwas näher bringen, indem man sich bei dir angekommen fühlt. Ja? Die männliche Person fühlt sich hier bei dir angekommen. Hier geht es bei den 10 der Kelche einmal darum,
Wie mit den 10 der Münzen. Um Wohlwollen, um Familienglück, Zusammengehörigkeit. Ja, hier möchte man mit dir in eine Verbindung gehen. Hier zeigen sich aber wieder mehrere männliche Personen. Das möchte ich einmal vorab schon einmal sagen. Wir hatten das in den vergangenen Tagen schon. Es sind hier sehr, sehr viele Karten gefallen, wo es um mindestens 2 weitere männliche Personen hier geht. Ja? Solltest du dich hier nicht angesprochen fühlen, ja, ist das für dich nicht stimmig, dann schau bitte, ob du beim nächsten Reading hier einmal dabei bist. Ja, das möchte ich schon mal vorab sagen, dann ist dies hier leider heute nicht für dich. Des Weiteren haben wir die 2 des Feuers. Hier ist die weibliche Person, steht hier in der Öffentlichkeit. Ja, es geht hier um eine Person, wovon die männliche Person weiß. Du wirst ja auch in der Öffentlichkeit heimlich verehrt, heimlich beobachtet. Ja. Hier sind mehrere Personen, denn wir haben hier die Kamera. Man ist von dieser weiblichen Person hier sehr, sehr beeindruckt. Also dein heimlicher Verehrer. Aber auch natürlich, es könnte dieser Ritter sein, aber da sich hier mehrere gezeigt haben, schau bitte einmal. Ja, ich gehe erst einmal weiter. Der Ritter, der Stäbe ist hier unterwegs zu dir, ja, beobachtet hier auch ganz klar. Er weiß aber auch, dass es hier noch jemanden gibt, ja, bei der weiblichen Person. Der Turm steht für Umbruch, Ausbruch derzeit, ja. Man möchte hier ausbrechen. Aus dem Grund möchte man jetzt auf dich zukommen. Dann haben wir die Gerechtigkeit. Einmal, dass die Gerechtigkeit dafür jetzt sorgen wird, aber auch, dass man hier schon seit einem längeren Zeitraum beobachtet, die weibliche Person, ja, oder aber auch die männliche Person. Wir haben hier die weibliche Person drauf. Durch den Ritter der Stäbe bekomme ich es hier, dass die weibliche Person beobachtet wird, ja. Vielleicht schaust du als weibliche Person eben auch bei der weiblichen Person. Könnte auch einmal. Schau bitte, wenn du von Mann zu Mann schaust oder von Frau zu Frau schaust, ja. Des Weiteren haben wir den Priester. Ja, hier kommt jemand. Du wirst diesbezüglich hier sehr, sehr überrascht sein. Dieserjenige, der jetzt auf dich zukommt, denn er steht plötzlich vor dir. Er wird plötzlich auf einmal da sein. Die männliche Person. Denn man ist hier seit langem telepathisch miteinander verbunden, ja. Wir haben hier mit den Würfeln, dass es jetzt in Wohlergehen geht, ja, dass man hier in eine Verbindung mit dir möchte. Man geht jetzt das Risiko ein, lässt Vergangenes hier einmal Vergangenes sein und möchte hier neu, also jemand kommt hier mehr oder weniger nach einem langen Zeitraum aus der Tiefe plötzlich auf dich zu, ja, und steht vor dir. Dieserjenige kommt aus schicksalshaften Gründen wieder zurück. Ihr seid euch damals schicksalshaft begegnet. Ja, es gibt hier keine Zufälle, es fällt dir zu. Das möchte ich auch noch einmal hier dir sagen. Ja? Also diese Begegnung war schicksalhaft. Das beinhaltet hier ein Karma. Es geht hier darum, dass dieses fest verankert ist, aber auch dieses jetzt mit voller Wucht auf einmal auf dich zukommt, ja, aufgrund dessen, dass man hier den Weg der Heilung geht, ja, aber auch die starken Verwurzelungen. Ich bekomme hier eine Seelenverbindung und wir haben die Berge, ja, also man möchte hier, man hat sich hier schon sehr, sehr lange zurückgehalten, aufgrund dessen der Beobachtungen hier und man möchte diesbezüglich, was auch der Turm sagt, möchte man hier jetzt ausbrechen, es geht hier in einen absoluten Umbruch, ja. Es liegt jetzt an dir als weibliche Person, wie du hier entscheidest. Ja, denn wir haben die Entscheidung, wir haben die 22 steht für die Seelenverbindung, wir haben hier ein Traumwitwer. Du als weibliche Person wirst hier eine Entscheidung treffen müssen. Hier kommt jemand, der bislang das Herz nicht am richtigen Fleck hatte, ja, das Herz auf dem Kopf trägt. Das heißt, dieser Mensch, der jetzt zurückkommt, ist ein Kopfmensch. Beinhaltet hier, dass du in der Vergangenheit, du hast hier sehr, sehr viel geheilt als weibliche Person. Dieser Mensch möchte dir jetzt aber
mit vollem Bewusstsein sein Herz schenken. Ja, aber ich bekomme immer noch dieses, dass man hat hier Herzheilung vollzogen. Trotz alledem befindet man sich hier noch in einem Kreis. Ja. Schau bitte einmal. Zwiespältigkeit. Ja. Du als weibliche Person, dir wird diese Entscheidung sehr, sehr schwer fallen. Wahrscheinlich ist hier jemand Neues in deinem Leben, da wir auch hier noch eine männliche Person haben. Aber auch diese männliche Person trifft hier ganz klar eine Entscheidung, ja, wo man in der Vergangenheit hier in der Tiefe zwiegespalten war. Das Spiel ist gefallen, ja. Also hier geht es ganz klar darum, dass man nicht spielen möchte. Dass man es hier ernst meint in dieser Angelegenheit, denn er möchte dir hier ganz klar sagen oder sie, dass man dich liebt, ja. Die Tarotkarten, was möchten sie dir sagen? Diese männliche Person, mit der es hier eine Vereinigung geben wird, ja, wurde die von oben geschickt. Das kannst du hier ganz klar sehen, hier einmal. Du siehst dieses helle Licht, ich bekomme, dass diese Person, ja, dein Schicksal ist. Wir haben den Ritter der Stäbe. Hier geht es darum, dass man diese Verbindung, ja, mit dem Ritter der Stäbe, den haben wir zweimal, dass man das nicht mehr loslassen möchte. Man hat hier versucht in der Vergangenheit, ja, das auch mit Leichtigkeit zu sehen, das Spiel zu sehen. Es kommt aber immer und immer wieder hoch, ja. Man kann diese Person nicht vergessen. Aus dem Grund hält man sich hier jetzt nicht mehr zurück und kommt hier jetzt auf dich zu, ja. Diese Person mit den Zehen der Kelche ist hier noch in einer Verbindung, aber lässt sich hier nicht mehr aufhalten. Ja? Es kann kommen, was wolle, man lässt sich hier nicht mehr aufhalten. Man ist auf dem Weg zu dir. Es könnte sein, dass diese Person, die plötzlich vor dir steht, ja, was die Karte der Priester einmal aussagt, dass du hier mit dieser Person auf eine Reise gehen wirst. Es könnte sein, dass diese Person von weiter her kommt. Ja, schau bitte, wie das für dich stimmig ist. Hier geht es um eine Ekstase. Flitterwochen, ja. Dies könnte der oder die Richtige sein. Das möchten dir die Engel sagen. Hier geht es noch darum, Vergangenes loszulassen. Lass deinen Ex-Partner los. Wunderschöne Botschaften. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Wir haben hier zweimal die Kraft. Also hier geht es um absolutes Angekommensein. Hier kommt die männliche Person in ihre Kraft. Man war in der Vergangenheit hier sehr, sehr erschöpft. Sagt der Brunnen aus, ja, der Baum der Heilung, tiefe Themen hier, schicksalshafte Themen, karmische Verstrickungen. Du bist hier aber auch als weibliche Person, hast hier Anerkennung, bist in deiner Kraft, in deiner Stärke. Hier geht es um Macht, um Aufstieg und Neubeginn. Sehr, sehr hohe Karten hier, ja. Wir haben hier die Versöhnung, die Herrscherin. Du bist hier, du hast hier geheilt, du bist zur Herrscherin geworden. Hier möchte sich jemand mit dir versöhnen. Du wirst hier, man möchte dir etwas offenbaren, man möchte dir sein Herz schenken. Etwas Großes wird hier geschehen. Ja? Ein absoluter Umbruch, was der Turm hier schon beinhaltet. Die männliche Person ist hier eine davon, ja, steht für Eifersucht. Man wurde aber auch hier von Drittpersonen, hier geht es darum, bei der männlichen Person, wie bei der weiblichen Person, geht es um Manipulation, um Heuchelei, ja. Hier gibt es viele Neider, ja, aufgrund dessen, dass du hier auch in der Öffentlichkeit stehst. Ich komme noch einmal auf die Tarotkarte hier zurück, ja, du stehst hier im Rampenlicht.
Aufgrund dessen gibt es hier Neider. Denn die Prinzessin der Kelche steht für Heuchelei, für Manipulationen, Untreue. Ja. Die männliche Person wurde hier auch in der Vergangenheit betrogen, ja, arg verletzt und kommt jetzt in ihre volle Kraft. Ja. Denn du als weibliche Person bist hier schon zur Herrscherin geworden. Die Hohe Priesterin. Hier geht es darum, dass es hier noch etwas im Verborgenen liegt. Die männliche Person möchte sich diesbezüglich dir öffnen. Wir haben hier den Schlüssel und da geht es darum, dass man sich hier in einem Brief, in einer Mitteilung, in Art einer Kommunikation, welche auch immer jetzt auf dich zukommen mag, ja, Telefonate, SMS, WhatsApp, Nachrichtenbriefe, diesbezüglich möchte man sich dir jetzt öffnen, ja. Diese Geheimnisse möchte man offenbaren, denn die Eulen stehen einmal für die Geheimnisse, Geheimniskrämereien, aber auch, dass ihr beide diese Gespräche auf eine Art und Weise führt, dass man hier die Intuition hat, ja. Man weiß auch hier, dass sich hier etwas im Verborgenen hält mit der Karte, die Hohe Priesterin. Aber es wird hier auch entschieden von oben, ganz klar bekomme ich. Ja, das, was jetzt passiert, wird von oben so entschieden. Und die Vier der Kelche. Ja, man ist hier als männliche Person in der Unzufriedenheit. Aufgrund dessen, dass man hier in der Vergangenheit betrogen wurde, ja, dass man hier mehr Enttäuschung erleben musste, die hier in der Tiefe einmal liegen bei der männlichen Person. Aufgrund dessen möchte man jetzt eine Kursänderung eingehen, ja, den Blickwinkel ändern, hier eine neue Richtung einschlagen, in den Umbruch, in den Neubeginn. Man kommt hier absolut in seine Kraft. Ja, man möchte hier Vergangenes beenden, ja, man möchte hier auferstehen, man möchte hier in den Erfolg, man fühlt sich angekommen, es geht hier nun mal um eine Vermehrung, um die heilige Vereinigung Zweier und es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben zwischen euch, ja, hier möchte etwas von oben in die Balance gebracht werden, hier wird etwas ausgeglichen, ja, was hier. Also du bekommst jetzt von oben die Hilfe, dass es ausgeglichen wird, ja, was nicht im Einklang war. Aufgrund dessen, da die Energien sehr, sehr stark sind. Es geht hier in den absoluten Neubeginn, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Hier geht es nochmal um das Schicksal, um das Karma, ja. Du wirst hier einer Person Nein sagen müssen, ja, du als weibliche Person. Aber auch die männliche Person hat jetzt hier endlich die Kraft, um diese Stagnationen, diese Blockaden, ja, aufzulösen und hier in die Tiefe zu gehen. Ja. Man möchte hier ganz klar die tiefe Verbindung. Hier geht es darum, um zu vergeben. Vergangenes loszulassen, den Ex-Partner loszulassen, zu vergeben und in den Neuanfang zu gehen. Ja, da man diese heilige Vereinigung möchte. Ja, wir haben hier die Desillusionierung. Man hat sich hier lange Zeit, ja, versteckt, isoliert vor sich selbst. Man hat hier Gefühle unterdrückt. Hier geht es aber auch um romantische Abende zu zweit. Man geht jetzt das Risiko ein, was dich beinhaltet. Aufgrund dessen, dass man sich in der Vergangenheit ungewollt gefühlt hat. Ja? Also dein Gegenüber fühlt sich hier nicht gut genug, ja? Nicht liebenswert. Man ist hier im Minderwert, ganz klar. Die männliche Person fühlt sich hier von dir nicht geliebt, ja? Zumindest nicht so, wie es sein sollte. Ja, du bist ja in deiner Kraft, du bist in deiner Stärke als weibliche Person, du bist zur Herrscherin geworden, du hast hier sehr, sehr viel geheilt. Ja? Und nach außen hin repräsentierst du dieses Unnahbare. Ja? Aufgrund dessen
ist die männliche Person sich hier unsicher, geht aber trotz alledem das Risiko jetzt ein und kommt auf dich zu, ja? Denn hier geht es wirklich um tiefe Verbundenheit. Also hier geht es einmal mit den 7 der Kelche. Hier geht es um eine männliche Person, die hier sehr, sehr viele, das kannst du hier ganz gut sehen auf der Karte, Verletzungen durch die Vergangenheit hat. Ja, es könnte wirklich sein, dass man hier, dass dein Gegenüber oder du hier Narben hast durch die Vergangenheit, seelische Verletzungen, aber auch körperlich, dass man hier Einschnitte hat. Man hat hier sehr, sehr viel erlebt. Einmal geht es um diese Person. Eine Person, die hier wirklich sehr, sehr viel durchgemacht hat. Ja. In der Vergangenheit. Ja. Schau bitte einmal hier. Des Weiteren geht es um den Herrscher. Also hier ist jemand, der normalerweise mit beiden Beinen fest im Leben hier steht. Ja, es geht hier um einen Menschen, der, wie der Herrscher es schon aussagt, der seine Position hier einmal kennt, der ganz genau weiß, was er eigentlich möchte. Aber er ist derzeit ja sehr, sehr geschwächt. Er hält sich hier an seinem Stab und ist sehr, sehr schwach. Da man in Gedanken bei dir ist und man möchte hier in die Kraft kommen. Es geht hier um eine Person, die finanziell sehr, sehr gut dargestellt ist, ja, sehr, sehr viel erreicht hat in seinem Leben, aber man ist hier geschwächt. Dann haben wir noch eine Person, der Gehängte. Dieser Mensch könnte einmal jünger als du sein, man nähert sich hier langsam. Man ist aber sehr fasziniert von dir, ja. Und man ist aber derzeit, du siehst hier diese männliche Person, ich bekomme dieses in Kopflage, dass man hier instabil ist, ja. Da wir den Tod hier haben, den Sarg hier haben. Also hier geht es um einen Menschen, der instabil ist. Das bekomme ich einmal. Es könnten hier Abhängigkeiten sein, ja, Co-Abhängigkeiten. Ja, und wir haben die 10 der Stäbe und hier geht es um eine Vereinigung. Ja, man möchte hier in ein Treffen mit dir und hier gibt es aber Personen im Hintergrund, die das Ganze hier beobachten. Also hier wird es eine heilige Vereinigung geben. Hier wird es zu Treffen einmal kommen. Leidenschaftliche Kommunikationen. Ja, schau bitte, wer jetzt auf dich zukommt, mit wem du dich jetzt hier einmal treffen wirst. Sehr, sehr schwierige Situation hier einmal, ja. Aber es kommt von oben, es wird in die Balance gebracht und es wird Erfolg, ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und welche Themen geht es hier noch bei der männlichen Person? Ja, gibt es hier Abhängigkeiten? Also wir haben hier die Frau, die Personenkarte ist gefallen. Sehe ich ganz klar, dass einer von diesen Herren hier noch in einer Verbindung ist. Dann haben wir das Karma. Ja, karmisch, schicksalshaft, haben wir hier die doppelte Bestätigung einmal. Des Weiteren haben wir das Ende. Man möchte sich hier von dieser weiblichen Person, was hier gefallen ist, ja, wenn, hier sind Drittpersonen involviert und wir haben nach der weiblichen Person ist das Glück, das Heu hier einmal gefallen. Man möchte hier etwas beenden, ja. Man möchte hier etwas, aber auch mit dir zu Ende bringen. Ich bekomme, dass man hier als männliche Person jetzt diese Verbindung, in der man sich noch befindet, in dieser Verstrickung, das möchte man beenden, ja. Des Weiteren haben wir die Tasche. Hier geht es darum, jemand wird sich auf die Reise zu dir begeben oder du wirst dich auf eine Reise zu jemandem begeben. Und wir haben die Nachricht. Du wirst hier Nachrichten erhalten. Hast du auch hier die doppelte Bestätigung. Wir haben die Personenkarte. Ja, dein Gegenüber ist auf dem Weg zu dir. In der Vergangenheit gab es hier Streitigkeiten.
es wird auch Streitigkeiten geben zwischen der Drittperson zu Hause. Dann haben wir das Haus, die Heimat. Das könnte sein, dass man zu Hause, dass es hier zu Streitigkeiten kommt, ja, da einer von diesen männlichen Personen noch in einer Verbindung ist, meine Liebe, mein Lieber. Des Weiteren geht es hier um das Fundament. Man möchte mit dir hier etwas aufbauen, ja. Und wir haben den Freund, entwickle die Gabe, Situationen von einer höheren Warte aus zu betrachten. Ja. Und das Ganze wird hier von oben einmal geschehen, wird von oben betrachtet. Das, was jetzt auf dich zukommt, du bist hier beschützt, von oben geführt. Hier geht es aber die Personenkarte, die männliche Personenkarte und der Hase, was aber auch den Freund beinhaltet. Hier geht es um eine treue, loyale Seele. Ja. Die es hier auch ernst meint in dieser heiligen Vereinigung. Entschuldigt bitte, ich bekomme die Karte hier nicht hoch. Ja. Das waren einmal die Themen. Es könnte wirklich sein, dass es auf den heutigen und den darauffolgenden Tag zutrifft. Hier geschieht definitiv etwas, denn man ist hier unterwegs. Es könnte natürlich auch sein, dass es hier erst in einer Woche zutrifft. Ja, das Universum kennt keine Zeit. Schau einfach bitte, was jetzt passiert. Definitiv passiert hier etwas sehr, sehr Schönes, ja. Vergiss bitte nicht, dies ist eine Seelenverbindung hier und du als weibliche Person wirst hier eine Entscheidung fällen müssen, ja. Und er oder sie liebt dich. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hier alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Fühl dich umarmt. Bis dahin.